Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, so fort und geil. Daily Shop vom 9.8.2019. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item-Shop, sofort gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in einen Item-Shop. Und da haben wir zwei neue Skins. Zwei neue Skins. Facet. Und was war Sonnenriemen gerade? Da haben wir auch noch hier irgendwie ein Stachelding da. Und oh, einen neuen Gleiter. Da bin ich gespannt. So, wir fangen mal auf der rechten Seite an mit dem Tropenschnitt. Und was soll man dazu sagen? Kriegt von mir 6 von 10 von Teil. Und das Teil hat hier ein Voting von 3,27 von 5 bei 11 Votes. Am 13. März 2019 ist es mal drin gewesen. 7 Mal seit dem 21. Remind ist jetzt mal im Shop vor 32 Tagen am 8. Juli. So, dann sind wir beim Hüpflama. Mega geil. Mega geil, das Teil. Kriegt von mir 10 von 10 inzwischen. Von mir auch. 500 V-Bucks kostet das. Auch von dir. 10 von 10 für den Bouncer. Und er hat hier ein Voting von 3,26 von 5 bei 27 Votes am 22. Juni 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Viermal seit dem 24. Reminder, das letzte Mal im Shop vor 15 Tagen am 25. Juli. So, dann sind wir beim Popsternchen. Oh Gott. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Aber schrecklich beliebt, das Teil für 800 V-Bucks. Oh, ich schon wieder sehe da Regenbogen und so. 6 von 10. 6 von 10, ehrlich? Da gebe ich dem ja eine bessere Note. Denkst du nicht? Ich gebe dem 7 von 10. Auch wenn ich ihn schrecklich finde. Das ist Star Power. Und Star Power hat hier ein Voting von 4,14 von 5 bei 36 Votes am 17. Mai 2018. Das erste Mal im Shop gewesen. 17 Mal seitdem 106 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 61 Tagen am 9. Juni. So. Wüstendominiererin. Für 800 V-Bucks das Teil. Ich finde, so sieht die. Aber, sorry, aber Wüsten. Achso, das hatten wir ja schon mal gehabt. Wüstendominiererin. Ne? Also, da gibt es für mich eigentlich nur einen Wüstendominierer: Scorpion. Scorpion. Scorpion ist für mich der klassische Wüstenskin und nicht das Teil hier, die Wüstendominiererin. So, ja. Kriegt von mir 4 von 10. Von mir 2 von 10. So, das ist Desert Dominator, der Schwitzer Skin. 3,85 von 5 bei 20 Votes am 9. Juni 2019 ist erstmal drin gewesen. Dreimal seitdem 21 Spiel meines, letztes Mal im Shop vor 25 Tagen am 15. Juli. So, dann haben wir die Hexagone, die sehen richtig cool aus. Richtig, richtig geil. Hexagone kriegt von mir 9 von 10. Klicken von wir mal ganz kurz hier durch. Auch 9 von 10. So, oh. Hexform. Robert ist weg. Ja, schnell weg. 3,63 von 5 bei 8 Votes am. Was ist das? Ich hab da noch Fliege. Am 11. Juli 2019 ist erstmal drin gewesen. Dreimal seitdem 3 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 28 Tagen. So, dann haben wir den Tiefseeschrecken. Oh, der ist, glaube ich, nicht was. Der müsste auch so ein paar Monate jetzt schon nicht mehr drin gewesen sein. Für 15 Monate. Ich denke mal so 6, 7 oder so. Na, ich bin mir jetzt im Moment nicht so sicher. Ich glaube, der war zwischendrin mal drin. 6 von 10. Sieht halt total strange aus, das Teil hier. Von mir kriegt er 7 von 10. Wegen dem Backpack. Ah, nee, ich gebe dem auch 6 von 10. So, Tiefseeschrecken, das ist der Deep Sea Dominator und er hat hier ein Voting von 3,79 von 5 bei 24 Votes am 22. Februar 2019. Das ist mal drin gewesen, viermal seit dem 11. Reminders. 2 Nachtstage, siehst du? Am 19. Mai 2019, 3 Monate. Dann gehen wir jetzt mal zum Fate. Ist ja auch schon länger drin, ne? Also. Länger. Da gibt es schon ewig das Teil. Länger. Ja, finde ich persönlich gar nicht mal so schlecht, das Teil. Kriegt von mir 7 von 10. 7 von 10? Ja. Von mir kriegt er auch 7 von 10. So, da hätten wir ein Voting von 4,1 von 5 bei 174 Votes am 24. Juni 2018. Das erste Mal drin gewesen. 12 Mal seit dem 191 Reminder. Das letzte Mal im Shop vor 93 Tagen am 8. Mai. So, dann haben wir den Schicksalsrahmen für 800 V-Bucks. Das Ding. Jo, ich kann damit nicht so viel anfangen. Kriegt von mir auch 6 von 10. Das ist die Faded Frame.
Faded Frame hat hier ein Voting von 3,16 von 5 bei 19 Votes am 24. Juni 2018. Erstmal drin gewesen, 12 Mal seitdem, 24 Reminder, das letzte Mal im Shop vor 93 Tagen. Am 8. Mai. So, dann haben wir Spaltflügel. Und oh, den finde ich gar nicht so schlecht. Kriegt von mir auch 8 von 10. Finde ich nicht so schlecht, 8 von 10. Ja. Alles klar, gleich. Jetzt bin ich ein klein wenig geschockt. 2,78 von 5 bei 18 Votes am 24. Juni 2018. Das ist erstmal drin gewesen, 12 Mal seitdem, 16 Reminders und eben auch sitzt man im Shop am 8. Mai. So, ja, jetzt kommen wir zu den neuen Items. Da haben wir hier, machen wir mal die Facette. Und die Facette, sieht eigentlich, was hat die denn für komische Dinge am Arm da? Ist das? Keine Ahnung. Sollen das die Facetten sein oder was? Und was ist das für ein komisches Backpack? Was ist das? Ich gebe dir 7 von 10. Ich finde, die sieht nicht schlecht aus, ja, aber also irgendwie ist der Style total komisch durchgemixt hier. Naja. Kriegt von mir auch 7 von 10. Gut. Für 1200 V-Bucks. Das ist die Facet und die hat ein Voting von 3 von 5 bei 6 Votes. Ja, 23 Reminders jetzt bereits. Oh, dann gehen wir mal rüber zum Urstachel. Urstachel. Die finde ich ein bisschen besser als die anderen. Ich gebe da 7 von 10. Ja, sieht nicht so schlecht aus, das Teil, ne? Aber ich weiß auch nicht. Also, ja, kriegt von mir auch 7 von 10. Ja, die Bewertung überspringen wir einfach mal. Nein. Also wir haben hier 1 von 5 bei einem Vote. Ja, bei einem. Ein Vote. Und ein Reminder. Das wird sich wahrscheinlich morgen regeln, je nachdem. So, dann haben wir hier den gehörnten Jäger. Den finde ich ein bisschen besser. Den gebe ich 9 von 10. Das ist ja auch strange, ne? So eine Mischung hier aus. Ja, erstmal eine Mischung hier aus Zukunft, Future und das sieht aus so ein bisschen hier. Wie von so einem Säbelzahn ist das nicht, aber so ein, keine Ahnung, Mastodon oder keine Ahnung, was das sein könnte, keine Ahnung. Gehörnter Jäger Knochenstichset für 800 V-Bucks, finde ich irgendwie strange und irgendwie cool, kriegt von mir auf jeden Fall 9 von 10. The Horn Strike und der hat, glaube ich, bis jetzt noch kein Voting. Nein. Also vor allem für 800 V-Bucks, also 800 V-Bucks ist wirklich nicht viel für den Gleiter. Dann haben wir hier diese Knochenwespe. Ich hasse Wespen. Vor allem frage ich mich, was das jetzt wegen Schwarz-Gelb? Ja. Das ist. So, ihr könnt immer in die Kommentare schreiben. Es wird ja immer auch von bestimmten Erwachsenen, ich will ja niemanden anschauen, gesagt, wenn eine Wespe kommt, dass man einfach dastehen bleiben sollte. Nichts tun sollte, die geht schon wieder weg. Die hat so viel Platz draußen. Und die einzige Stelle, wo es natürlich hinfliegen muss, ist dir mitten ins Gesicht. Ja, hat jeder von uns schon gehabt. Das ist so nervig. Und dann, ich wurde ja schon von Wespen gestochen. Und ich stehe draußen. Damals, wo ich noch auf Herr Gleich gehört habe. Was das anbelangt. Da hinten ist der Wespe drauf. Ja, die ist schon seit einer Minute eingegangen. Und ich steh draußen. Er gleich sagt zu mir, ja, direkt hinter der nächsten Wespe, Achtung. So, ich bewege mich nicht. Die Wespe fliegt an meinen Daumen und sticht mich einmal und sticht mich zweimal. Sticht mich zweimal die gleiche Stelle, obwohl ich nichts gemacht habe. Die hat halt gedacht, Tiger, auch gelb-schwarz, mein Freund. Genau, stechen. So, was hältst du von dem Teil? 4 von 10. Was? Ja, okay. Von mir kriegt er 5 von 10. Also, wir gucken mal ganz kurz in die Noten rein. Vielleicht hat sich da hat sich auch nochmal was geändert. Also hier haben wir ein Voting von 4 von 5 bei 2 Votes. 5 Reminders. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit dem Herrn Sofort und mit mir und benutzt unseren Creator Code. Vielen, vielen Dank für euren Support aktuell. Freuen wir uns.
Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.